Das Berchtesgadener Land steht ganz im Zeichen seiner Natur, dem Sport und der Erholung. Im Sommer wie auch im Winter. Insgesamt 6 Ski- und Snowboardgebiete mit über 60 Pistenkilometern haben sich hier eingebettet. Bei einer Höhe von bis zu 1847 Metern sind die Pisten oft bis ins Frühjahr präpariert. Das Skigebiet rund um den Jänner ist einer der Hotspots für Wintersportler. Die Abfahrt von der Bergstation ist nicht nur eine der längsten, sondern auch anspruchsvollsten in der Region. Aber auch kulinarisch werden die Gäste bestens versorgt. Ein Höhepunkt im Bergrestaurant der Jännerbahn ist der Kaiserschmarrn. Einmal in der Woche wird er sogar zur Freude der Gäste frisch auf der Terrasse zubereitet. Bei dem Ausblick ein echter Genuss. Für Freunde der Achterbahn könnte auch dies ein Genuss sein. Die legendäre Bobbahn direkt am Königssee. Mit dem Taxi-Bob geht es durch die berühmte Eisröhre, in der schon Legenden wie der Hackelschorsch oder aktuell auch der mehrfache Welt- und Olympiasieger Felix Loch ihre Spuren hinterlassen haben. Ein einmaliges Erlebnis, mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch das Eis zu sausen. Dabei durchquert man Kurven mit furchterregenden Namen. Das Turbodrom muss ebenso überwunden werden wie auch die Schlangengrube und die Echowand. Der Nervenkitzel ist dann seine 90 Euro auch wert. Adrenalin pur und ein Muss bei einem Aufenthalt im Berchtesgadener Land. Eher beschaulich geht es dann auf dem Königssee zu. Der bis zu 190 Meter tiefe Gletschersee ist einer der bekanntesten in Deutschland. Das liegt nicht nur an der Landschaft, sondern auch am Echo. Sicher der Höhepunkt bei einer Schifffahrt über das tiefblaue Gewässer. Ein Ausflugsziel und auch Start ausgedehnter Wanderungen ist die kleine Halbinsel mit der Bartholomäkirche. Die Schiffe legen hier je nach Saison im Halbstundentakt an und man kann so seinen Aufenthalt individuell gestalten. Der See steht übrigens unter Naturschutz und darf nur von der bayerischen Schifffahrt und nur mit Elektrobooten befahren werden. Das glasklare Wasserjuwel soll so auch weiterhin funkeln. Der Sommer im Berchtesgadener Land, das sind saftige, blühende Almwiesen, imposante Berge und eine herrlich erfrischende Luft. Einfach Natur pur. Aber auch die Ortschaften geizen nicht mit Reizen. Die größte Gemeinde in der Region ist der ehrwürdige Kurort Bad Reichenhall. Die Geschichte der Stadt geht in die Römerzeit zurück. 1890 wurde der Ort dann zum Kur- und Staatsbad ernannt und lockte den Geld- und Hochadel zum Wandeln durch den Kurpark. Durch die Salzgewinnung war auch der wirtschaftliche Erfolg gesichert. Salz war nicht nur wichtiges Nahrungsmittel, sondern auch bedeutender Exportschlager. Die jahrhundertealte Saline befindet sich mitten im Ort und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Dort erfährt man alles über Technik und Geschichte der Salzgewinnung. Hier schließt sich auch der Kreis mit der Natur, der Geologie und der Entstehung von Bergmassiven und Gletscherseen. Im Gegensatz zum mechanischen Salzabbau in einem Bergwerk werden in der Saline saure Quellen angezapft und verarbeitet. Und hierzu muss man tief, ganz tief in den Berg vordringen, um an den Ursprung zu gelangen. Alfons Brümmer kennt die Saline wie seine Westentasche und jedes Detail ihrer ereignisreichen Geschichte. Man hat immer wieder versucht, nach den guten, sauren Quellen, also nach dieser Sohle, zu suchen. Und deswegen ist es jetzt hier so in dieser östlichen Achse, befinden wir uns hier. Und dann hat man auf der rechten Seite vom Stollensystem Süßwasser gefunden und auf der linken Seite hat man Salzwasser gefunden. Das war das natürlich sehr, sehr störend, dass man diese Süßwasser von diesen sauren Quellen trennt. Dann hat man sich entschlossen, wie wir hier sehen, Süßwasser in Gerinne zu legen, auch wieder in Marmor,
Man sieht es hier an den offenen Eingriffen von dem Gerinne. Und hier auf der linken Seite sieht man das abgedeckelt und hier läuft Salzwasser. Das Stollenlabyrinth unter der Oberfläche gleicht einem begehbaren Geschichtsbuch. Kilometerlang ziehen sich die Gänge durch das Bergmassiv. Jahrhundert für Jahrhundert hat man sich tiefer in das Gestein gebohrt, um auf das salzige und zunächst flüssige Gold zu gelangen. Salz war so wertvoll, dass es bis ins Mittelalter auch als gängiges Zahlungsmittel anerkannt war. Hier sieht man jetzt zum Beispiel also eine Sohlequelle, wie sie aus dem Felsen praktisch entspringt, wie sie herunterläuft. Und so praktisch entsteht aus diesem Salzwasser Salz. Doch zunächst muss das Wasser zur weiteren Verarbeitung nach oben gepumpt werden. Auf die Quellen zu stoßen war eine immense Herausforderung. Das Wasser jedoch an die Oberfläche zu befördern, weitaus schwieriger. Erst ab dem 19. Jahrhundert war dies dank ausgefeilter Technologie auch in großen Mengen umsetzbar. Große Pumpgestänge mussten im Massiv verbaut werden. 1836 hat ja schon langsam die Industrialisierung begonnen. Und dann hat man hier diese enorme Pumpanlage zum ersten Mal eingesetzt. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pumpen sind dafür verantwortlich, damit das Salzwasser von hier, von der Schachtsohle, 15 Meter ans Tageslicht angehoben wird. Und dort wird es dann in großen Pfannen erhitzt und verdampft, bis nur noch die Kristalle übrig bleiben. Unser Kochsalz, das wichtigste Gewürz in der Küche. Kaum ein Gericht, das nicht mit Salz verfeinert wird. In der Saline hat man sich auf einige Salzgerichte spezialisiert. Chefkoch Gerhard Neumann geht bei seinen Kreationen auch mit der Zeit und würzt zum Beispiel Salate mit flüssigem Salz, wodurch sie Glanz erhalten. Aber er denkt auch mal völlig quer und entwickelt Eiscreme mit salziger Note. Das ist unser hausgemachtes Peanuts-Eis. Das ist mit Reichenhaller Salz verfeinert. Die pikante Mischung aus salzig und süß kommt gerade beim Dessert richtig zur Geltung. Unsere Tour führt uns zu einem weiteren geschichtsträchtigen Ort in Bad Reichenhall, zur Predigtstuhlbahn. Sie führt auf den 1633 Meter hohen Predigtstuhl und kann mit einem Rekord aufwarten. Das ist die älteste Bahn, weil sie die erste war, die wirklich funktioniert hat. Es hat früher schon mehrere Seilbahnen gegeben. Und dann haben sich eben der geniale Erfinder Alois Zück aus Südtirol und Adolf Bleichert, der große Seilbahnbauer aus Leipzig, zusammengetan und das Bleichert-Zück-System entwickelt. Und das wurde eben hier bei der Predigtstuhlbahn angewendet. Es ist eine Bahn, die noch mechanisch fährt. Es gibt natürlich die entsprechenden Sicherungssysteme im Hintergrund. Aber grundsätzlich gibt es oben in der Bergstation den Maschinisten, der steuert die Bahn. In jedem Wagen ist ein Kabinenschaffner, der eben die Personen begleitet. Und die Bahn wurde damals, sagen wir, völlig überdimensioniert von den Materialien. Also da könnten das zehnfache Gewicht dranhängen. Das Tragseil selber ist immer noch von 1928. Es wird regelmäßig verzogen ins Tal, damit sich keine Druckstellen bilden. Es wird einmal im Jahr vom TÜV gerönt, das ist so ein kleines Gerät, das fährt da rauf und runter. Und nach wie vor haben wir keine Drahtbrüche im Seil, es ist immer noch wie neu. Und so fahren auch heute die Gäste sicher mit dem Oldtimer zu Tale. Es ist nicht das Ziel, es sind der Weg und das Gefährt, die zum Erlebnis werden und jedem Fahrgast ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Doch nicht nur die Technik überzeugt, auch das Design und die markante Formgebung sind einzigartig in Deutschland. Man hat die Gondel neu erfunden. Das Besondere an der Predigtstuhlbahn sind auch die Form der Gondeln. Der Wagen 1 und der Wagen 2 sind in Pavillonform. Das heißt, früher gab es die Tradition, dass die Seilbahnen in der Tradition der Eisenbahn entstanden und die Wagen waren entsprechend wie Eisenbahnwaggons. Und so gondelt man gemütlich in rund 10 Minuten in Richtung Bergstation. Und die Schaffner sorgen nicht nur für Sicherheit, sondern auch für reichhaltiges Infotainment an Bord der Predigtstuhlbahn. Auch das sicherlich einzigartig auf der Welt. Die älteste Seilbahn der Welt, die noch im Original erhalten ist. Gebaut ist das ganze Worn von 27 auf 28 in eineinhalbjähriger Bauzeit mit Hotel. Früher war es ein Hotel, jetzt ist es ein Bergrestaurant.
Und es ist beim ganzen Bau der Bahn nichts Größeres passiert. Also sprich, es ist keiner ums Leben gekommen, obwohl die wirklich mit schwierigsten Mitteln arbeiten haben müssen. Vom schwebenden Wagen erstreckt sich der Blick weit über das Berchtesgadener Land. Und man kann dabei heimischen Klängen auf der Mundharmonika lauschen. Oben angekommen freut man sich über ein herrliches Panorama. Und zudem auch über schmackhafte Teller, angerichtet von zwei kochenden Spaßvögeln. Die beiden bringen gute Laune und herzhafte Gerichte in das Bergrestaurant. Aber dies mit Stil, Klasse und Eleganz. Vorbei die Zeiten, in denen nur Wurstplatten und Leberknödel auf den Hütten serviert wurden. Die zwei richten die Teller auf Sternenniveau an. Und das auf über 1600 Metern. Klar, dass bei ihnen die Regionalität ganz oben bei der Speiseauswahl steht. Sei es Wild aus heimischen Wäldern oder leckere Beeren aus der direkten Umgebung. Das sieht nicht nur zum Reinbeißen gut aus, das schmeckt auch fantastisch und macht Lust auf noch mehr. So schmeckt der Predigtstuhl. Vom Berg zurück nach Bad Reichenhall. Die lange Kur- und Bädertradition wird mit der modernen und stylischen Rupertus-Therme erfolgreich fortgesetzt. Der Ort hat sich damit neu erfunden und den Zeitgeist belebt. Die Kur wird zur Wellness. Man gönnt sich die Auszeit kürzer, aber dafür öfters. Natürlich einzigartig ist bei uns, ist mit Sicherheit so die Aussicht auch aus dem Becken heraus, dass man die umliegende Bergwelt von dem Becken aussieht. Dass man Alpensohle hat, was natürlich charakteristisch ist und auch ein bisschen einzigartig. Wir haben dann eine direkte Anbindung an die Südsalz, bekommen dort direkt die Sohle her und haben dadurch natürlich auch in den Becken wirklich Alpensohle, wie sie sonst nie oder nirgends in der Form vorhanden ist. Das ist halt was, was man sowohl im Sommer als auch im Winter hat. Dazu hat man wunderschöne Liegemöglichkeiten, eine tolle Gastronomie. Wir haben tolle Anlage im Innen- und im Außenbereich mit verschiedenen Liege- und Ruhebereichen, sodass der Mensch oder sich die Familie auch prima erholen kann. Ob jetzt mit Sauna, mit Therme, mit Wellness, mit vielen Möglichkeiten. Früher waren Kuranlagen für Senioren vorgesehen. Heute planschen und relaxen alle Generationen in den Becken und Anlagen. Und der Spaßfaktor steht auf einer Höhe mit dem Gesundheitsaspekt. Wir haben mit Sicherheit die Möglichkeit, über das Fitnesscenter, über unser Alpgym Fitnesscenter Kurse zu buchen. Man kann eine Mitgliedschaft abschließen, man kann aber auch Kurse von außen buchen, indem man im Grunde sich eine Sechserkarte holt, entweder für die normalen sportlichen Kurse oder für die Aquakurse. Bei den Aquakursen ist es auch so, das ist etwas, das ist besonders bei uns. Die haben auch nur wir, sind auch in Alpensohle, also auch was Besonderes, quasi eine Bewegungstherapie in Alpensohle, sehr sportlich halt gehalten. Für die Kinder und Eltern wurde ein spezielles Spieleareal eingerichtet. Die weitläufige Badelandschaft ist das ganze Jahr auf wohlige und kuschelige 30 Grad temperiert. Ideale Voraussetzungen, gerade in den Wintermonaten sich wieder aufzuwärmen und gleichzeitig aktiv Sport zu betreiben. Und das Ganze unter gesundheitlichen Aspekten und Konzepten. Ja, Gesundheit ist mit Sicherheit ein Aspekt, der bei uns auch eine Rolle spielt. Alpensohle ist natürlich auch sehr gut für die Haut. Wir haben dann auch die Situation, dass wir Anwendungen in der Saunalandschaft haben mit Leist. Das ist ein Mineralsohle-Schlick, der auch reinigend für die Haut ist, auch mit Alpensalzabreibung und mit natürlich Latschenkiefereinreibung. Also wir sind da auch ein bisschen, ich sag mal, in den Alpenschätzen verbunden und haben die in Anwendung. Latschenkiefer, unser Salz und Leist. Die Therme ist bis in die Nacht geöffnet und verzaubert dann mit ihrer außergewöhnlichen Lichtgestaltung. Speziell in der kalten Jahreszeit ist ein Besuch in der Rupertus-Therme am Abend besonders zu empfehlen. Im rhythmischen Wechsel verwandelt sich der Badetempel in unterschiedlichen Farbgebungen. Wasserfälle, Duschen und Sprudeleinrichtungen sorgen für Entspannung und beleben Geist, Körper,
und natürlich auch das Seelenleben. Je nach Bedürfnis wandelt man durch die verschiedenen Erlebnis- und Ereignisbereiche. Wir haben drei Bereiche, wenn man so möchte. Wir haben die Thermenlandschaft, wir haben die Saunalandschaft und wir haben das Familienbad. Das Familienbad hat zwei Rutschenanlagen, eine Wellenrutsche und eine Reifenrutsche. Dazu ein Familienbecken und ein Sportbecken für den sportlich ambitionierten Schwimmer. Natürlich unter der Woche stärker auch ein bisschen der Schul- und Vereinssport, jetzt in den Ferien demnächst nicht. Ansonsten am Wochenende immer mit einer großen Attraktion, gerade im Sportbecken für die Kinder, damit dort auch was geboten ist. Und ist separat zugänglich, wenn man die Therme direkt nutzt, den Haupteingang, hat man direkt das Familienbad dabei und kann rüberwechseln, sodass man im Grunde, ich sag mal, als Elternteil sich abwechseln kann, vielleicht in der Sauna relaxen kann oder in der Therme und der andere geht mit dem Kind rüber ins Familienbad und hat dann dort fürs Kind alles, was er braucht. Die Angebote und Programme werden von den Gästen gut aufgenommen. Für viele ist der Besuch auch ein gesellschaftliches und soziales Ereignis. Man trifft sich, kommt ins Gespräch und dank des hohen Flirtkontakts rund um das Badehaus ist die Chance durchaus groß, die Liebe des Lebens im Sprudelbecken zu finden. Die Rupertus-Therme in Bad Reichenhall. Ein Ort für die Sinne. Unsere Reise durch das Berchtesgadener Land macht Station in Berchtesgaden. Die 7500 Seelengemeinde steht für Tradition und Brauchtum und alpinen Erholungsurlaub. Man zeigt gerne die bayerische Lebensart und das wissen die Gäste zu schätzen. Der eindrucksvollen Natur ist es zu verdanken, dass schon vor über 100 Jahren die ersten Gäste rund um den Watzmann ihren Urlaub verbrachten. Ein weiterer Grund sind aber auch die Hotelangebote wie das Edelweiß. Das Vier-Sterne-Haus setzt in Berchtesgaden neue Akzente und Maßstäbe. Bayerisches Flair trifft auf moderne Architektur und alpinen Schick. Sowohl in der Lobby wie in den Zimmern und Suiten oder auch im Spa. Klar, dass man bei den Treatments auf neueste Methoden zurückgreift. Die Salzbehandlung, eine Mischung aus Massage und Peeling, ist ein Klassiker im Haus. Salz aus Bad Reichenhall nicht nur zum Kochen, nein, auch für das Wohlbefinden der Haut. Dabei werden die Salzkristalle zu einem schmeichelnden Salzöl angerührt, aufgetragen und leicht einmassiert. Mit dieser Behandlung verfolgt man gleich mehrere Ziele. Wir haben beim Salzölpeeling mehrere Effekte, dass wir von der Haut die trockenen Hautschüppchen runterlösen, die Poren werden geöffnet und dadurch können die ätherischen Öle, die sich im Salz befinden, wunderbar in die Haut eindringen. Frisch aufgetischt mit herzhaften Schmankerln, auch das ist das Edelweiß. Der Chefkoch greift hier auf ein großes Speisenrepertoire zurück. Jetzt machen wir die Spinat-Ziegenfrischkäseknödel. Dazu gibt es einfach nur ein bisschen an jungen Spinat, fein mariniert, und ein bisschen an Bergkäse, an Allgäuer Bergkäse. Den werden wir dann drüber hobeln. Das Konzept aus Tradition und Moderne greift auch in der Küche. Man kocht traditionelle Gerichte, bringt aber auch noch kreative Raffinesse und den internationalen Lifestyle mit auf den Teller. Ein Grund, warum auch wieder viele junge Menschen das Berchtesgadener Land als Urlaubsort für sich entdeckt haben. Das Edelweiß hat mit seinem frischen Wind gewiss einen Teil dazu beigetragen. Diesen Spirit spürt man auch im Gasthaus Neuhaus mit seinem gemütlichen Biergarten. Ein junges Team verleiht im Garten einen echten Open-Air-Lounge-Charakter, der wunderbar mit dem ortstypischen Look harmoniert. Echtes Biergartenambiente mitten in der Stadt. So lebt es sich in Bayern. Der Eindruck setzt sich auch bei einem Blick auf die Karte fort. Serviert werden neben lokalen Bierspezialitäten natürlich die echten Biergartenklassiker. Wer hier einkehrt, sollte Radi, Schinken, Speck und einen Obatzen mit einer herzhaften, ofenfrischen Brezen unbedingt genießen. So schmeckt das Berchtesgadener Land. Im Anschluss sei ein Bummel durch die Shopping- und Flaniermeilen im Ort empfohlen.
Bayern steht für Bier und Berchtesgaden für sein Brauhaus. Und da gibt es eine ausgesprochene Spezialität und Errungenschaft zu feiern. Die große Premiere des Eisbocks. In dieser Form eine echte Weltneuheit. Viele eilten zur Feier, um beim ersten Plopp und ersten Schluck dabei zu sein. Auch für den Chef des Hauses, Josef Stangassinger, war der Umtrunk ein großer Moment. Schließlich kann sein Haus auf eine lange Geschichte zurückblicken und ist heute fester Bestandteil im gesellschaftlichen Leben von Berchtesgaden. Das Hofbrauhaus Berchtesgaden ist mit seiner über 370-jährigen Geschichte ein Teil von Berchtesgaden. Und sind stolz darauf, dass wir in einer relativ kleinen Gemeinde noch eine Brauerei haben, die die Bevölkerung mit frischestem Produkt, sprich frischem Bier versorgt, was nicht kurzzeit erhitzt ist, was in Handarbeit hergestellt wird, wo der Verbraucher noch das Vertrauen hat. Und das Vertrauen wird bei der täglichen Arbeit im Brauhaus bestätigt und gefestigt. Seit über 370 Jahren wird hier feinster Gerstensaft gebraut. Und darauf ist man auch zu Recht stolz. Einst von Fürsten gegründet, zählt sie heute zu den erfolgreichsten Privatbrauereien in Bayern. Das hier ist ein sogenannter offener Läutergrand. Das ist also ein Gerät, das dazu dient, die süße Malzwürze abzutrennen von den Festbestandteilen, von den sogenannten Trebern. Das ist also ein jahrhundertealtes Verfahren, das ist echtes Handwerk. Über diese Läuterhähne hier wird die Abläuterung gesteuert, damit das Ganze gleichmäßig passiert im Läuterbottich oben. Und hier muss der Biersieder also schon auch wirklich manuelles Know-how haben und auch sehr viel Fachkenntnis, um das ordentlich zu machen. In großen Brauereien wird sowas computergesteuert erledigt, aber bei uns ist es also, wie gesagt, traditionelle Handwerksarbeit. Und da werden nur beste Produkte verarbeitet. Alles auf Basis des Bayerischen Reinheitsgebotes und dazu zählt auch das Wasser. Wasser ist natürlich eine der wichtigsten Voraussetzungen fürs Bierbrauen. Wir haben hier Gott sei Dank in Berchtesgaden eine hervorragende Wasserqualität. Wir haben keine Einwirkungen von Industrie und Landwirtschaft, sondern wir haben also direkt Wasser aus hervorragenden Bergquellen. Und wir haben eine geogene Besonderheit, die sich sehr gut auf das Bierbrauen auswirkt. Wir haben einen minimalen Salzgehalt, weil das Salzbergwerk nur einige hundert Meter von uns weg ist. Und dieser minimale Salzgehalt bewirkt also, dass die Biere sehr weich und sehr rezent im Geschmack werden. Ganz wichtig ist der Gärprozess. Ja, wir befinden uns hier im Gärkeller der Brauerei. In diesen zylindrokonischen Tanks, die man hier sieht, vergärt die Hefe also den Malzzucker und wandelt ihn um in Alkohol und Kohlensäure. Wir vergären hier sehr konservativ, das heißt, wir brauchen für die Gärung eine Woche Zeit bei sehr niedrigen Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad Celsius. Weil wir davon überzeugt sind, dass das qualitätsmäßig einfach das Beste ist. In Großbrauereien wird die Gärung meistens in 3 Tagen durchgeführt, weil eben hier Zeit eine andere Rolle spielt. Gutes braucht eben seine Zeit und das schmeckt man dann auch, gerade beim Eisbock. Das Bier ist kein gewöhnliches Bier, mit dem man nur den Durst löscht. Mit einem Alkoholgehalt von 12% soll es nicht nur in Maßen, sondern auch mit Herz und Genuss verkostet werden. Es ist ein feinsinniges Gourmetbier. Eine Göttin, die geehrt und gewürdigt werden will. Ein Bier für die Sinne und Beleg für das hervorragende Handwerk der Braumeister. Ja, wir wollten den ganzen Handcrafted Brewern, die aus dem Boden schießen wie die Pilze, mal zeigen, wie man nach dem Reinheitsgebot ein Handcrafted oder auf Bayerisch gesagt handgemachtes Bier herstellt. Nach circa einem halben Jahr Experimentierphase waren wir dann so weit, dass wir sagen, so, jetzt haben wir eigentlich das Optimale erreicht und ich traue mir zu sagen, dass das weltweit einmalig ist. Es gibt es sonst nicht auf der Welt. Es gibt zwar dunkle Eisböcke, aber diese dunklen Eisböcke macht, das dunkle Malz macht gerne hinten zu. Man schmeckt nicht die feine Arbeit, die eigentlich hinter einem hellen Bock steht. Bock muss Minimum 16% Stammwürze haben. Dieser Bock wird dann vergoren und wird dann fünfmalig eingefroren. Das heißt, wird immer wieder eingefroren und wir ziehen dann die Essenz ab. Und das ist natürlich Handarbeit von vorne bis hinten. Während dieses Produktionsprozesses muss man laufend überwachen. Man kann es sich nicht selbst überlassen. Und das kann halt nicht jeder. Großbrauereien sowieso nicht und manche andere auch nicht. Am besten ist es, wenn man den Eisbock probiert. Ich denke, der Geschmack wird überzeugen, dass es wirklich was Besonderes ist. Für den Bier braucht man natürlich ein besonderes Glas. Da haben wir jetzt ein Kristallglas, handgeschliffen, mundgeblasen. Und
damit dem Bier auch die nötige Ehre widerfährt, ploppt es auch ein bisschen. Und dann gibt man das schön ins Glas. Man sieht also diesen feinporigen Schaum, der sich seidig über das Glas legt. Honigfarben, also wunderbar, man kann fast nicht widerstehen. Und dieses Bier eignet sich als Aperitif, Degustiv, zwischendurch. Oder wenn man mal traurig ist, kann man auch ein ganzes Fläschchen trinken. Dann sage ich, da singen die Vögel ein schöner, der Himmel macht auf und die Mädchen werden auch schöner. Salut, Prost. Und für die Gäste im Land ein süffiges Mitbringsel für zu Hause oder ein Geschenk bei einem feierlichen Anlass. Der Eisbock verbindet bayerische Bierhistorie mit modernem Lifestyle und trägt natürlich zur Geselligkeit und Stimmung bei. Nach wenigen Schlucken setzt die Wirkung ein. Hier ist es wieder, dieses typische bayerische Flair. Man versteht es einfach, die Feste zu feiern. Man spürt gelöste Bierseligkeit, um die man den Freistaat im Rest des Landes beneidet. Und weswegen immer mehr hier ihren Urlaub verbringen wollen. Wer feiert, kann auch arbeiten. Wir befinden uns auf dem Gelände eines der bekanntesten Holzkreateure. Mario Guggenberger hat hier sein Revier. Er ist von allem etwas. Kunstschreiner, Holzschnitzer, Tischler und Designer. Am Anfang wird meistens schweres Gerät eingesetzt. Eine Supersäge beißt sich durch das Holz und bildet die Basis für ein neues Möbel. In der Werkstatt kommt dann der Feinschliff. Und hier zeigt sich der Meister durchaus abwechslungsreich. Von der schicken Kommode bis zum kleinen Brunnen als Gartenmöbel wird bei ihm alles in Form und Funktion gebracht. Wichtig hierbei ist die Wahl des passenden Holzes. Also am ehesten Hartholz, weil die meisten Sachen dann doch benutzt werden, ein Bar, ein Tisch. Also dann ist Hartholz am besten von den Kratzer her, wenn man was draufstellt beim Tisch und so. Eiche, Esche, Nussbaum. Und ich verarbeite auch nur heimische Hölzer, also keine ausländischen Hölzer. Und damit liegt er absolut im Trend, zumal Holzelemente sich gerade im Bad immer größerer Beliebtheit erfreuen und neben Dekor auch Wärme und Behaglichkeit einfließen. Auch Mario hat sich mit diesen neuen Aufgaben in seinem Beruf neu erfunden. Früher habe ich Heiligenfiguren gemacht und ich mache auch sehr viele Masken und so. Aber es ist immer weniger geworden, es gibt immer mehrere, die was nur handeln mit den Sachen und so. Und ich bin zu Hause eingerichtet, alles massiv, alles selber gemacht. Macht Spaß, die Sachen zu machen. Und da hat ein Freund zu mir gesagt, warum probierst du nicht mal sowas zum Verkauf anbieten? Und das, wie gesagt, mache ich seit 2 Jahren. Und geht gut, wenn man die richtigen Ideen hat. Und die hat er ganz offensichtlich. Sein Stil kommt an. Und in seinem kleinen Showroom tummeln sich immer mehr Interessenten. Ja. Das sind die berühmten Bars, was ich mache. Ich nehme Ahorn her, schaut am schönsten aus für so Sachen, weil Ahorn ziemlich verwachsen ist, auch oft innen hohl, innen schon zum Teil rausgefault und wie gesagt, eignet sich am besten für die Bars. Jedes dieser eigenwilligen Möbelstücke ist ein echtes Unikat. Wer sich mal gegen den Mainstream einrichten möchte und auch mal querdenken will, seine Individualität zum Ausdruck bringen möchte, setzt mit diesen Baumkreationen ganz sicher einen außergewöhnlichen Akzent in seinem Wohnzimmer. Wir bleiben in Berchtesgaden und besuchen einen weiteren Handwerksbetrieb. Und der ist eine echte Institution im Herzen des Ortes und ein reines Familienunternehmen. Hier werden seit Generationen Trachtenhosen aus feinstem Hirschleder gefertigt. Und das ausnahmslos per Hand. Die ganze Familie packt hiermit an, um ein bayerisches Markenzeichen herzustellen. Ja, normalerweise machen wir ja nur für die Männer die Lederhosen. Für die darf ich vielleicht einmal eine kleine Ausnahme machen. Sei denn, du möchtest doch lieber ein Dirndlgewand. Nein, eine Lederhose. Machen wir Lederhosen. Ja. Dann tun wir die Jacken ein bisschen zurück, dann messen wir mal drüber. Schauen wir mal, was wir da zusammenkriegen. Mhm. Selbstverständlich werden Berchtesgadener Originale nach Maß gefertigt. Aber die Vorfreude auf die erste eigene Lederhose dauert lange. Sehr, sehr lange. Du weißt ja, handbestickte Hirschlederhosen dauern bei uns um die 2 Jahre. Da würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. Das liegt zum einen an der aufwendigen Arbeit, aber natürlich auch an der stetig steigenden Nachfrage.
Altes Handwerk wird wieder geschätzt und erlebt eine Renaissance. Also für meine Buben ist es eigentlich nie in Frage gestanden, was sie lernen möchten. Sie wollten aber schon Säckle werden, sprich Lederhosen machen. Sie haben das eigentlich von daheim mitgerückt. Und sie machen es halt zwar gern. Muss man natürlich auch froh sein, wenn man einen Beruf hat, der was eigentlich selten ist. Und das, was auch dann weitergeführt wird. Das ist natürlich für einen Vater, der was das schon sein Lebtag lang macht, schön. Diese Erzeugnisse haben nichts mit der Massenware zu tun, die man zu 90% auf dem Oktoberfest sieht und die aus Ziegenleder made in China sind. Das ist ein Hirsch, ist ein Rothirsch, was wir haben, was wir verarbeiten. Hirschleder zu 95%, ab und zu mehr Gamsleder. Wir beziehen unsere Gerbereien haben in Deutschland und in Österreich. Überwiegend in Österreich natürlich, weil wir recht grenznah haben, wir sind nahe von Salzburg. Ja, unsere Rohware beziehen wir zu 90-95% aus dem ganzen Alpenbogen. Und unsere Gerber veredeln uns dann das, wird dann semisch gegerbt. Und wir verarbeiten dann den Rothirsch, so wie man jetzt da sieht, in verschiedenen Farben. Ich denke mir gerade, mein ältester Sohn, der hat jetzt von seinen Urgroßvatern die Lederhosen, die ist irgendwann 1920 gemacht worden. Und die trägt er heute noch mit Stolz, also so Kleidungsstücke werden einfach vererbt. Und er repariert die Oldtimer dann auch. Da haben wir jetzt ein uraltes Stück da, das ist bestimmt schon ja, ca. 100 Jahre, man weiß nicht ganz genau, kann man es nicht mehr sagen. Uralt Stück, was handbestickt worden ist. Und das wird auch heute noch alles mit der Hand bestickt, genau noch so aufwendig verarbeitet wie vor 100 Jahren. Und unsere Jungen machen das. Da drüben am Tisch sieht man es dann. Und da braucht man gute Nerven, Muße und reichlich Pflaster. Denn ab und zu geht der Stich auch ins eigene Leder. Der jüngste Sohn befindet sich noch in der Ausbildung und ist einer der wenigen Lehrlinge, die diesen Beruf noch ergreifen wollen. Also ohne Geduld kannst du aufhören. Das geht. Also du brauchst richtig viel Geduld. Besonders so bei so kleinen Nadeln und so, da ist es halt auch manchmal so, du musst das kurz weglegen und was anderes dazwischen machen, weil es einfach nicht geht. Manchmal möchte es einfach nicht sein. Aber er ist von seinem Berufswunsch überzeugt und kniet sich mit Herzblut in die Arbeit. Offensichtlich wird die Liebe zum Handwerk hier auch vererbt. Bei mir war es halt anders, ich bin halt mit ihm aufgewachsen. Ich habe das als Kind manchmal schon so als Hobby gemacht, also nicht oft, aber da wächst man mit dem auf, wegen dem war mir nicht klar, was auf mich zukommt. Der Familienzusammenhalt ist natürlich auch ein Garant für den Erfolg. Die Alten leben es den Jungen vor. Und so wird nicht nur die Wertschätzung für das Handwerk, sondern auch die Qualität darin an die nächste Generation weitergereicht. Das Ziel? Ein Kleidungsstück für ein ganzes Leben herzustellen. Ja, jetzt sind wir bei unserem letzten Arbeitsschritt. Da werden jetzt nur die Nähten umschnitten von der Lederhosen. Und dann haben wir eigentlich schon fast fertig. Das, was wir da jetzt machen, das sind halt die ganz hochwertigen Hirschlederhosen, die man auch auf die nächste Generation weitergeben kann. Und ja, man merkt das halt einfach schon am Tragekomfort, an der Innenverarbeitung. Das ist jetzt ganz was anderes, wie man jetzt in einen normalen Laden zum Kaufen kriegt. Die normalen Lederhosen kommen fast ausschließlich aus Pakistan, Indien, das sind die Hauptproduzenten. Und selbst wenn man sich ein bisschen teilen an die Hosen kauft, heißt noch lange nicht, dass die bei uns da genäht worden ist. Also man muss wirklich zum Lederhosenmacher gehen, damit man einfach Hosen kriegt, der bei uns in Deutschland genäht ist. Und das machen immer mehr und können zwischen drei unterschiedlichen Typen wählen. Also bei den kurzen Lederhosen gibt es ja die typische bayerische Blattstickerei, gibt es in grün, in gelb. Und die Stepperei, wie wir es bei der Hosen haben, kommt mehr vom österreichischen. Das sind die zwei verschiedenen Varianten. Wir machen aber nicht nur kurze, wir machen auch lange Hosen. Und da gibt es jetzt so eine, wie wir es da haben, so eine Knierbundhosen. Die ist jetzt eher für die kalte Jahreszeit. Oder eben dann so eine ganz lange, wie wir es da haben. Haben auch viele Jäger, die halt einfach arbeiten mit der Hosen. Die sind oft für die auch recht praktisch. Was die Lederhose für den Mann ist, das Dirndl für die Frau. Und auch da zeigt man sich in Berchtesgaden traditionsbewusst. Ja, das schaut fesch aus. Jetzt habe ich da noch eine Tasche für dich, eine Hirschledertasche, dass du nicht ganz auf deinen Hirschen verzichten musst. Schaut doch gleich viel besser aus. Und ja, das Gewand sitzt da sauber, so kann ich die mitnehmen. Gehen wir. Wir fahren hinaus aufs Land. Das Ziel?
die Kugelmühle an der Almbachklamm in Marktschellenberg. Dort haben wir eine Verabredung ebenfalls mit einem echten Original. Friedel Anfang. Er hat sich auch einem uralten Handwerk verschrieben und betreibt die letzte Wassermühle, mit deren Kraft Marmorkugeln hergestellt werden. Wir befinden uns da am Ende der Almbachklamm. Ich habe mir heute einen Marmorbrocken aus der Almbachklamm gesucht, weil da gibt es den berühmten Untersperger Marmor, das ist ein schöner davon. Oder es gibt eine rote Koralle und eine graue Koralle. Und das nehmen wir einfach Rohmaterial zum Herstellen der Marmorkugeln. Wir haben da die letzte Marmorkugelmühle Deutschlands, die noch in Betrieb ist. Und die ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer. Jeder, der hier vorbeikommt, staunt über die runden Marmorsteine, die fast schwerelos über dem Wasser schweben. Wir werden jetzt die Mühle in Betrieb nehmen. Dazu muss ich da den Schirber umsetzen, dass das Wasser vom Rohrkanal in die Mühle läuft. Die Konstruktion besteht aus einem unten liegenden Sandstein und einem Deckel aus Buchenholz, der den Marmorstein immer in Bewegung hält und so langsam rund schleift. Da hebe ich mal das Mühlrad weg. Aha, da haben schon die Untersperger Marmorkugeln. Die sind schon ziemlich beim Fertigwerden. Die werden vielleicht heute bloß noch bis Nachmittag laufen. Die werden jetzt ganz schön. Wie gesagt, unten der Mühlstein, das ist ein Sandstein, der hat einen hohen Quarzanteil, der malt den Marmor. Dann die Marmorbrocken dazwischen und oben ein Buchenholzrad, das mit Wasserkraft angetrieben wird und die Rohlinge dann auch transportiert. Die Erfindung ist so simpel wie genial, aber genauso schweißtreibend wie kräftezehrend. Die Kraft des Wassers muss stets gebändigt werden. Muss ich den in Betrieb setzen? Das weglassen. Mehrere Tage benötigt die Mühle, um aus einem eckigen Stein eine runde Kugel zu schleifen. Das ist jetzt zum Beispiel eine graue Koralle aus der Almachklamm. Wir fangen mit dem Mürfel an. Wir müssen mit dem Stockhammer die Kanten nehmen, damit die eine Form kriegen, dass sie weglaufen können. Weil wenn ich einen Würfel in die Mühle lege, der bleibt mir ja stehen. Aber damit ist das Schmuckstück noch nicht fertig. Jetzt geht es an den Feinschliff. Also wir gehen jetzt dazu über, eine Marmorkugel polieren. Das ist, wie gesagt, Untersperger Marmor. Und das ist jetzt eine Kugel, ein Rohling, der 4 Tage in der Mühle war. Und den werden wir jetzt polieren. Heute sind die Kugeln ein beliebtes Mitbringsel oder Erinnerungsstück. Doch früher erfüllten die runden Marmorsteine einen ganz bestimmten Zweck. Ja, wir haben jetzt da unsere polierte Kugel aus Untersperger Marmor. Und die wurden früher verschifft von Rotterdam über London nach Ost- und Westindien. Da haben wir noch einen alten Frachtbriefhänger, der ist von 1920. Da war die letzte Verschiffung, weil dann sind die Segelschiffe weniger geworden. Aber das war früher willkommener Ballast für Segelschiffe. Die haben unten in Kiel reingekommen oder in Bug. Und war rollender Brauch, dann haben sich immer der idealen Lage vom Schiff angepasst. Jetzt landen sie in einem kleinen Kiosk und sind der Verkaufsschlager in der Kugelmühle. Wir bleiben dem Handwerk treu und fahren in nördliche Richtung in den Ort Bischofswiesen. Hier hat Alois Biermeier sein Reich. Der Schreiner widmet sich auch einem speziellen Handwerk, dem Bau von Alphörnern. Das alpine Musikinstrument schlechthin. Kein anderes Horn erzeugt einen derart sonoren Ton, wozu auch eine bestimmte Holzart beiträgt. Das Fichtenholz ist eigentlich das geeignetste Holz für Alphorn. Ein langsam gewachsenes Fichtenholz, da wo die Jahresringe schön eng beieinander sind, das ist von der Resonanz her das beste Klangholz dann. Gell? Man könnte Eichen- oder Hartholz auch hernehmen, aber das ist ja viel härter und da ist ein dumpfer Ton und das gibt den weichen Ton, Alphornton. Aber kein Alphorn gleicht dem anderen. Jeder Spieler wünscht sich seine ganz individuelle Verzierung und Bemalung am Becher. Seine Wiedererkennung. Eine Art Tattoo auf dem Klangkörper. Die meisten Alphornbläser, die kaufen
ich sage ein nackertes Alphorn, Natur. Wenn eine schöne Maserung ist, wie das zum Beispiel, okay, das ist wunderbar, brauche ich nicht unbedingt bemalen. Dann gibt es natürlich auch einen, die lassen ihren Kirchturm reinschnitzen, dann einen Ortsnamen, einen Schriftzug. Und wenn sie ein gutes Weibchen daheim haben, dann sie eine Frau aufschreiben, nicht aufmalen, auf beschriften. Das kann jeder machen, individuell, wie einer das mag. Wir, unsere Altkörner, mit denen was wir spielen, da haben wir unser Ortswappen drinnen reingeschnitzt und einen Schriftzug von Bischofswiesen. Früher wurden die Hörner in einem Stück gebaut. Heute müssen sie auch in ein Auto passen und werden daher in drei Teilen zusammengesetzt. Auch ein Alphorn geht mit der Zeit. Das wichtigste Bauteil am Instrument ist das Mundstück. Hier bedarf es besonderer Sorgfalt. Da machen wir jetzt ein paar Mundstücke. Das ist ein Zwetschgenholz, das ist ein Hartholz. Das ist von der Maserung recht schön. Oder man nimmt auch Hainbuche her. Gell? Ist auch ein hartes Holz. Ein Mundstück sollte einfach ein Hartholz sein. Alois Biermeier kann den Klang der Berge nicht nur bauen, nein, er kann ihn auch erzeugen. Er zählt zu den besten Alphornbläsern im Berchtesgadener Land und stellt das in seinem Showroom immer wieder gerne unter Beweis. So klingen die Berge. Ja, das ist jetzt mein Heiligtum da herum. Da habe ich meine Alphörner, die verschiedenen Stimmungen. Jetzt kommt das Mundstückrohr drauf. So, und schon haben wir unser fertiges F-Alphorn. Mundstück, mit dem erzeugt man den Ton. Das ist der Resonanzkörper oder die Tonsäule. Und unten der Trichter, der formt den Ton. Aber Alois kann auch mit einem echten Weltrekord aufwarten. Und das ist das älteste, das längste. Ist sogar im Guinness Buch der Rekorde drinnen mit 20,67 Meter. Und so gehen die Differenzen auseinander vom Alphorn. Das klingt natürlich ganz anders wie das kleine. Aber es hat alles viel Spaß gemacht. Es war ein kalter Wintertag, wie ich das gearbeitet habe. Das ist nicht zerlegbar, das lange. Aus einem Stück, drum ist er ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Das Berchtesgadener Land, die Seele Bayerns. Ehrlich, echt und unverfälscht. Eine Region mit Genuss, Lebensfreude, Kultur und Lifestyle. Hier ist man nicht nur gerne Gast, sondern fühlt sich auch schnell daheim.